Hallöchen, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von ETHES 2. Mein Name ist Uwe und das hier ist Folge 454. Wir sitzen in unserem eigenen Volvo F12, den wir uns vor, ich glaube, 2 Folgen gekauft und ein bisschen zusammengestellt haben. Und wir haben auch schon die erste Tour mit dem gemacht. Und zwar da hinten könnt ihr vielleicht den blauen Tieflader erkennen mit dem gelben JCB drauf. Den haben wir hier hingebracht zu der Firma Landmännen. Und ich würde mal sagen, wir gucken mal, ob wir zufällig was von dieser Firma wieder abtransportieren können. Ich weiß jetzt gerade nicht, ich sehe hier hinten, ich glaube hier hinten links müssten die anderen Auflieger stehen, ob die vielleicht irgendwie was für uns haben oder eben nicht und wenn überhaupt, wo geht's denn überhaupt hin und ach, keine Ahnung. Ich habe euch ja erzählt, ich möchte gucken, dass ich so ein bisschen in den Osten komme, vielleicht auch so ein bisschen, ne, so hier in diese Region. Schauen wir einfach mal. So, wir sind momentan in Erfurt und dann schauen wir uns das Ganze nochmal an. Ihr habt gesagt, ihr möchtet gerne das sehen, wenn ich eine Tour aussuche und so weiter und so fort, deswegen nehme ich das jetzt mit auf. Ich habe das anfangs ja immer offscreen gemacht, jetzt seid ihr aber mit dabei. So, wir sind bei der Firma Landmännen, das heißt, wir hätten hier einen Case IH 3020, ein Schneidwerk für einen Mähdrescher, das geht aber nach Bremen, das ist nicht so ganz die Richtung, die ich angepeilt habe. Nochmal Landmännen mit Birnen, 23 Tonnen, toll, nach Bad Oeynhausen, das ist auch nicht so ganz die Richtung. Haben wir noch mal was von Landmännen, tatsächlich. Gerste, 16 Tonnen nach München, nach München, nach München, okay. Gibt es denn überhaupt irgendeine Firma, die irgendwas in den Osten bringen will? Rostock, Magdeburg, Getzo nach Dänemark, leere Paletten, München, Bad Oeynhausen, Bremerhaven, Stuttgart, ah, toll, Salzburg. Das ist ja alles ein bisschen verkehrt, ne? Das ist, hier guck mal, das müsste man sogar von Landmännen zu Landmännen bringen. Ich habe übrigens auch wieder das Gefühl, ich werde irgendwie krank oder so, obwohl ich ja erst vor nicht allzu langer Zeit krank war. Ich hasse diese Jahreszeit mittlerweile echt. Okay, ich glaube, wir haben nicht groß die Möglichkeit, uns überhaupt irgendwas auszusuchen. Ne? Da müssten wir wohl, München wäre wenigstens so ein bisschen, ne, in dieser Gegend, vielleicht finden wir von da ab dann eine Tour, die so in diese Richtung tendiert. Warum stelle ich die denn als Navi-Ziel? Ich muss ja sowieso nur kurz da mal nach hinten fahren. So, dann schmeißen wir mal den Karren an. Es ist 17.42 Uhr. Das heißt, es wäre nicht schlecht, wenn wir eigentlich vor der Tour nochmal schlafen, oder? Wenn ich ja jetzt auch schlafen gehe, dann kann es sein, dass die Tour vielleicht auch gar nicht mehr verfügbar ist, ne? Daran muss ich auch denken. Meine Fresse. Wie lange bist denn du noch verfügbar? 24 Minuten. Ist ja auch toll. Ist ja auch toll. Ja, richtig toll. Also entweder ich nehme die jetzt an oder ich schlafe erstmal. Kann ich denn hier überhaupt irgendwo in der Nähe schlafen? Dann müsste ich in die Stadt reinfahren, ne? Dafür. Das ist auch ein bisschen doof. Okay, komm. Dann nehmen wir die jetzt nochmal an. Machen wir das einfach mal so. So, jetzt mal kurz gucken, dass ich hier in den Rückwärtsgang komme. So. Fischerbremse raus, Lichter schmeißen wir schon mal an, dann vergesse ich das auch nicht mehr. Und dann setzen wir mal ganz kurz zurück hier. Ist auch ein bisschen doof gemacht, dass wir da immer in dieses Viereck da reinfahren müssen und sie nicht direkt irgendwie so annehmen können, so von wegen, ey, wir rufen da an oder irgendwie sowas. Oder schreiben eine E-Mail oder so, ein Käse. Oder wenn dieses Viereck wenigstens irgendwo vorne am Gebäude wäre oder, weiß ich nicht, irgendwie anders platziert wäre, weil das hier so mitten in der Einfahrt ist. Und es wäre ja doch fast cooler gewesen, wenn man... Ach, weiß ich nicht, worauf ich hinaus will. so, Aufträge. Also ich weiß schon, worauf ich... Ach, guck mal, wir könnten sogar den Auflieger ändern. Na gut. Ja, klar, bei den Kippern ist das halt immer so eine Sache. Egal. Komm, nehmen wir den anderen. Fahren wir halt eben nach München. Wenn wir keine andere Wahl haben, dann wird das wohl so sein. Ups. So, meine lieben Freunde. So, da ist der Auflieger, den wir das letzte Mal hierhin abgestellt haben. Und ja,
Die Tour hat auch so weit ganz gut funktioniert. Also ich bin mit dem Volvo tatsächlich recht zufrieden. Womit ich nicht ganz so zufrieden bin, ist natürlich meine Art zu kommentieren manchmal. Also ja, das mit dem Schalten und so, das ist gleichzeitig... Ach, da hinten steht das Schneidwerk. Das ist immer so ein bisschen verwirrend irgendwie. Gleichzeitig fahren, gleichzeitig sprechen, gleichzeitig schalten, gleichzeitig alles machen. Atmen muss ich ja auch noch irgendwann mal. Und nee, Spaß beiseite. Ich wollte damit eigentlich nur ausdrücken, dass ich anscheinend doch noch ein bisschen mehr Zeit brauche, hier wieder in dieses Geschehen reinzukommen. Mal rum hier. So, dann machen wir mal das Fenster auf hier auch. Damit ich auch checke, wo ich hinfahren muss. So, Rückwärtsgang. So, dann am Auflieger vorbei. Ich habe auch wieder den Ingame-Sound ein bisschen leiser gedreht, weil ich in der letzten Folge festgestellt habe, dass der Volvo doch ein bisschen lauter ist als die anderen LKWs. So, das müsste eigentlich relativ gerade sein, hoffentlich. So, wir sehen doch eindeutig den Königszapfen und ich sehe auch relativ weit links die Einführung des Königszapfen, also da, wo der Königszapfen reinrutschen muss. Wenn das nicht perfekt jetzt ist. Ist es aber wieder nicht. Okay, alles klar. Ach ja, jetzt habe ich die Achsen gar nicht hoch und runter gelassen und so weiter und so fort. Aber gut, habe ich jetzt vergessen, dass man das mittlerweile ja auch kann. Aber irgendwie habe ich immer noch so das Gefühl, dass mit diesen Achsen... Für was brauchen wir das denn jetzt eigentlich so wirklich, ne? So richtig tatsächlich. Also ich habe irgendwie noch keinen... tatsächlich einen Grund gefunden, weil das Ankoppeln ja auch so funktioniert irgendwie, ohne die Achsen hoch und oder runter zu lassen, je nachdem. Und ja, ich weiß nicht, also ich habe den Grund noch nicht so ganz richtig. Mann, die Kabel werden hier aber schon so ein bisschen strapaziert, ne? Naja, immerhin sind es angeschlossen. Gelb zu gelb, rot zu rot. Übrigens, bei Sattelauffliegern ist die Situation auch die, dass die Kabel von der Zugmaschine ausgehen zum Anhänger sozusagen. Bei Gliederzügen ist das andersrum, da kommen die Kabel vom Anhänger zur Zugmaschine. Ich weiß nicht, vielleicht ist es den einen oder anderen noch nicht aufgefallen, dass es so ist. Die Sattplatte sitzt ja auch relativ weit hinten, aber es ist gut, dass sie mittig über beiden Achsen steht. Dann ist auf jeden Fall die Gewichtsverteilung sehr, 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 sehr gut. Und ja, da gucken wir uns natürlich nochmal ganz kurz um hier. Reifen sehen gut aus, sieht alles supi aus. Lichter funktionieren wohl alle, so wie es aussieht. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Ich denke mal, dass wahrscheinlich... warte mal, andere Seite. Ich steige jetzt mal ganz kurz hier hoch. So, dann auch mal hier hoch. Ja, gut. Plane ist drauf, das heißt, wir können die Ladung gar nicht sehen, aber das ist ja auch egal. Ich denke, so bei Weizen oder sowas ist das ja auch nicht so ganz interessant. So, jetzt gehen wir hier wieder runter und hopp. So, und dann steigen wir wieder ein, natürlich. Zack. Und, ja, so. Wir brauchen für 430 Kilometer etwa 6,5 Stunden. Oh, das war die falsche Tasse, ne? Welche Tasse war es nochmal? Die hier. Wir haben aber knapp 12 Stunden noch Restzeit. Ja, dann können wir auf der Tour trotzdem keine Pause machen und schlafen. Das wird uns sonst natürlich nicht reichen. Gut, das heißt, wir müssen diese Tour jetzt auch wieder in einem durchballern, sozusagen. Sollten wir hinbekommen, hoffentlich. So, meine lieben Freunde, dann geht's ab. Ach, Moment mal. Warum schimmert das hier denn eigentlich so komisch? Das sieht so ganz komisch pixelig aus hier irgendwie. So, wir möchten uns natürlich auch nochmal kurz die Tour angucken. Wobei ich jetzt ein bisschen falsch... 16,2 Tonnen haben wir geladen. Hier auf der Weltkarte können wir uns das natürlich besser angucken. So, wir fahren hier wieder auf die A71, wechseln auf die 4, dann auf die A9 Richtung München runter. Und dann ballern wir hier komplett runter und müssen sogar München reinfahren, so wie es aussieht. Ja, auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Hier die A99, die geht ja um München komplett rum, so wie zum Beispiel die A10 um Berlin herum geht. Ja, das sehen wir hier auch ganz gut. Und in München gilt ja eigentlich ein LKW-Fahrverbot, aber ich denke mal, ne, ist ja logisch, dass diejenigen, die da Ladungen hinzu haben, dann natürlich reinfahren dürfen. Die haben ja dann ein sogenanntes Anliegen. So. Jetzt fahren wir weiter.
So, jetzt habe ich wie lange gebraucht? Es sind schon fast 10 Minuten vorbei und es ist noch absolut gar nichts passiert in dieser Folge. Das ist halt so eine Sache, die ich so ein bisschen vermeiden wollte mit diesen Offscreen-Dingern, die ich sonst gemacht habe, wenn ich zum Beispiel eine Ladung geholt habe oder so. Und naja, ihr habt es aber mehr oder weniger entschieden. Also es waren viele unter euch dabei, die gesagt haben, wir möchten eigentlich alles sehen, wenn ich eine Ladung abhole und so weiter und so fort. Das mache ich ja jetzt auch. Ich lasse mir halt trotzdem immer gerne dabei Zeit. Ich erzähle ja auch viel drumherum und bin so einer, der auch kaum die Klappe halten kann irgendwie. Was ein bisschen komisch ist, weil ich so an sich persönlich eine sehr, sehr ruhige Person bin und nicht allzu viel quatsche. Aber ich habe das Gefühl, sobald ich die Aufnahmetaste drücke, sieht alles irgendwie wieder ganz, ganz anders aus. Ganz, 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 ganz anders. Naja, wie dem auch sei. Ist es halt eben so. Und ich bin ja auch mal gespannt, wann es denn mal anfangen sollte zu schneien. Ja, da freut sich die Kuh, wa? Ja, da freut sie sich. Habt ihr überhaupt was zu fressen, da so unter der Schneedecke? Abbiegen rechts vor Ihnen. Biegen Sie rechts ab. So, meine lieben Freunde, dann geht's gleich auf die Straße raus. Oh, bleib doch stehen, was ist denn los? Meine Fresse. Ah, ich darf das mit den Dingenskirchen nicht vergessen, mit dem Bremsweg und so weiter, ne? Es ist ja eisig und schneiig und nassig und kaltig und alles. Ah, dann kommt da jetzt noch mehr, darf ich auch mal raus heute. Na, vielen Dank auch. So, dann brauchen wir gar nicht mehr so viel Gas geben, ne? Wenn hier schon wieder die Ampel rot ist. Biegen Sie rechts ab. Okay, im zweiten Gang tut es sich schon ein bisschen schwerer mit dem Anfahren, aber es funktioniert auf jeden Fall. Klingt nur nicht ganz so gut für den Motor irgendwie. Oder für die Kupplung. Oder für alles. So. Wir müssen jetzt was Richtung Schweinfurt fahren, alles klar. Bleiben Sie links, dann biegen Sie links ab. Klar, die 71, die geht ja mehr oder weniger auch direkt Richtung Schweinfurt, das stimmt. Biegen Sie links ab. So, Ampel, scheiße, wird jetzt gerade rot. Das ist natürlich super jetzt. Oh! Oh Mann, oh Mann. Oh, das tut mir... Warte mal, bist du jetzt aus oder an? Du stehst bei ungefähr 500... Leck mich doch am Arsch. Das gibt's ja gar nicht. Der stand doch noch bei kurz vor 500 Umdrehungen, also... Das war ja jetzt komisch. Wird vielleicht an dem Alter liegen. Oder vielleicht einfach daran, dass ich gar nicht fahren kann. Ja, peinlich, peinlich, aber so ist das wohl manchmal. Wenn man sich nicht so sicher ist, in welchem Gang man am besten jetzt rumfährt. Wie gesagt, das ist einfach nur eine Sache, ich muss mich da mehr reinfuchsen. Ich habe jetzt auch die letzte ganze Woche überhaupt nicht mehr gespielt, das heißt, ich bin auch da wieder ein bisschen rausgekommen irgendwie. Oh, hochschalten. Und ist natürlich ein bisschen doof, wenn man dann nicht allzu viel am Stück spielt oder so, dann gewöhnt man sich natürlich auch relativ langsam erst an die Dinge. Alter, du willst mich verarschen, oder? Okay. Okay. Aber dass er nicht rübergezogen ist, wundert mich jetzt dann doch schon irgendwie. Alter, wie schnell es dunkel wird. 19 Uhr. Einfach duster. Jetzt ist es einfach komplett duster. Wahnsinn. Im Übrigen habe ich gerade beim Laden festgestellt, dass ein Mod nicht mehr kompatibel ist. Und zwar ist das der Mod mit dem Arctros MP1 und den MP2 in diesem kleinen Pack. Die zwei LKW scheinen also nicht mehr zu funktionieren. Ich denke mal, dass der Modder sie wohl
wohl geupdatet hat für die neueren Versionen, was ja auch völlig in Ordnung ist, weil ich eh einer der wenigen Menschen bin, die immer noch mit der 1.44 rumgurken. Ja, auf jeden Fall funktioniert er jetzt nicht mehr. Naja, da ist es halt so, da muss ich wohl auf den MP1 verzichten. Auch wenn es ein bisschen schade ist, aber so ist das Leben leider. Man kann leider nicht alles haben, ne? Man kann es auch nicht jedem recht machen. So. Ja, ne, ihr wisst ja, ich bin extra langsam unterwegs. Boah, ich sehe auch fast gar nichts mehr. Also im Spiegel kaum was zu erkennen. Das Problem ist dann natürlich auch, dass ich das Licht hier im Zimmer anhab. Und das so ein bisschen in den Bildschirm reinblendet. Spur biegt, heißt das, der ist dann von der Autobahn runtergefahren, um sozusagen auf das Kreuz zu fahren und dann wieder auf die Autobahn zu fahren. Hat sich ja wirklich vollkommen rentiert, ne? Und ich verstehe nicht, warum diese Kurven immer noch so scharf sind. Kann man die nicht ein bisschen ausweiten oder kriegt man das vom Maßstab her nicht mehr hin? Alter, es fängt jetzt gerade echt an zu schneien. Ja, ich wollte es ja und jetzt ist es soweit. Alles klar, vielen Dank fürs Gespräch. Das Einzige, was jetzt natürlich doof ist, ist Dunkelheit und Schnee. Beziehungsweise Dunkelheit und es schneit. Natürlich super prickelnd jetzt. Aber ich finde diesen Effekt sehr, sehr geil gemacht irgendwie. Ich finde, es sieht einfach super aus. Richtig gut gemacht. Und auch die Geräuschkulisse ist natürlich ein bisschen anders und angepasst. Also, der Mod ist auf jeden Fall empfehlenswert. Und ich bedanke mich bei dem Zuschauer, der ihn mir empfohlen hat. Ich weiß leider nicht mehr ganz genau, wer das war, weil das jetzt auch schon wieder 2 Wochen, glaube ich, her ist oder 3. Kann ich nicht mehr so genau sagen. Natürlich ziehen sich jetzt die Touren auch etwas dadurch, dass ich sowieso etwas langsamer unterwegs bin. Was ist denn jetzt hier vorne los? Alter, ich hab schon wieder irgendwas im Hals und ich werde das irgendwie mit dem Räuspern und so nicht los. Das ist total nervig. Ich sollte vielleicht anfangen, mehr Abstand zu halten, aber ich verstehe auch nicht so ganz genau, warum die PKWs da vorne so langsam sind gerade. Gerade echt schwer zu sagen. Oh. Okay, hier ist wohl eine Baustelle. Das ist aber auch ein bisschen doof gemacht jetzt gerade hier. Muss ich ehrlich zugeben. Okay, die hinter uns lassen. Uns raus. Hätte nicht schon ein bisschen vorher zum Baustellenwarnschild sein können oder sowas? Das kam jetzt gerade auch wieder ein bisschen arg plötzlich, finde ich. Oh Mann, die Seitenscheibe ist komplett zugeschneit. Man merkt es vielleicht an meinem Kommentarstil, dass ich mich tatsächlich ein bisschen mehr versuche, auf das Fahren zu konzentrieren. Alter, und jetzt, wie heißt das? Also, wir ziehen auch so eine kleine Gischt hinter uns. Ach, scheiße. Ist das schon die Kreuzung? Ah, ja, okay, alles klar. Gerade wieder rüber. So viel zum Thema, ich versuche mich aufs Fahren zu konzentrieren. Wir ziehen eine ganz schön krasse Gischt hinter uns, also ne, wir schleudern natürlich auch sehr viel Material vom Boden auf.
Oder wir schleudern es hoch. Ich glaube, so sagt man das eher. München-Nürnberg. Ja, wunderbar. Das heißt, wir wechseln jetzt. Müsste das jetzt schon der Wechsel auf die A9 sein? Ich komme gerade ein bisschen durcheinander. Ich habe das Gefühl, es geht mir gerade ein bisschen zu fix, aber scheint wohl so zu sein. Ich hasse solche... Oh Mann. Jetzt habe ich aber Glück gehabt. Wenn einer gekommen wäre, dann wäre gute Nacht gewesen. Ne? Dann hättest du gleich... Meine Fresse. Ich hasse solche... solche Straßen, die direkt in die nächste übergehen, ohne irgendwie nochmal eine zusätzliche Spur, die in die nächste Straße übergeht. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Wo dann direkt einfach so mittendrin das Vorfahrtgewehrenschild stehen und... Ne, wenn man dann nicht guckt, dann bleibt man tatsächlich auch nochmal stehen, weil man sich ja nicht sicher ist. Aber ich hätte jetzt wahrscheinlich sowieso nicht mehr anhalten können. Gehe ich mal davon aus. Auf solche Dinge muss ich echt ein bisschen mehr achten, weil das ist nicht so ganz ungefährlich, ne? Das wisst ihr ja. Boah, und wie stockfinster das ist. Das ist ja der Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Aber es hört gerade wohl wieder ein bisschen auf mit dem Schnee. Das war es wohl anscheinend schon. Wie es aussieht. Okay, immerhin. Dunkel bleibt es natürlich trotzdem. Also das mit dem, mit dieser Gischt oder mit, ne, mit dem Bodenmaterial aufschleudern, so wie beim Regen zum Beispiel oder so, das passiert dann tatsächlich nur, wenn es auch wirklich schneit. Ich habe eigentlich auch fast damit gerechnet gehabt, dass es vielleicht trotzdem so ist, wie zum Beispiel, wenn man irgendwie auf losem Grund fährt oder so, dass da Staub aufgewirbelt wird, so wie hier auf der Straße. Ich meine, da liegt ja Zeug auf dem Boden. Dass das nicht auch mit hochgeschleudert wird und so, ist ein bisschen schade. Aber so ist es halt eben gemacht, leider. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe nicht wirklich das Bedürfnis, noch irgendwie schneller zu fahren. Da bin ich wohl ein kleiner Angsthase. Aber ich möchte es auch so lange wie möglich versuchen zu vermeiden, irgendwelche Unfälle zu bauen oder so. Ich glaube, Unfälle hatten wir noch keine. Ich weiß nur, dass ich schon einmal Strafe zahlen musste, weil wegen Fahren ohne Licht. Daran kann ich mich noch erinnern. Aber an irgendwie Unfälle oder so kann ich mich jetzt gerade nicht mehr erinnern. Natürlich, in den ersten 400 Folgen ist das sicherlich mal passiert. Da definitiv, klar. Aber ich rede jetzt von ab dem Zeitpunkt, wo ich wieder neu angefangen habe aufzunehmen sozusagen. Ja, mal schauen. Mal schauen. Was sagt denn übrigens die Uhr? 23 Minuten. Okay. Wir haben noch 240 Kilometer vor uns. Da weiß ich nicht ganz, ob ich die Tour in dieser Folge packe, ehrlich gesagt. Wir werden es ja sehen. Fahren wir auf jeden Fall noch mal irgendwie 10 Minuten oder so. Dann schauen wir mal, wie weit wir es noch haben. Eventuell überziehe ich dann wieder. Die letzten zwei Folgen sind ja auch etwas mehr als 40 Minuten lang gewesen. Sehr, sehr ruhig, ich weiß auch nicht. Am Anfang habe ich gedacht, ich schwafel mal wieder viel zu viel. Jetzt fällt mir irgendwie auf, oh, da könntest du ja auch mal wieder was sagen, nach 3 Minuten so gefühlt. Meine Fresse, ist das dunkel, ey. Da fährt echt ein Motorrad noch. Bei dem Wetter, ich glaube, der hat's. Der hat sie nicht mehr alle, der hat sie doch nicht mehr alle. Es geht bergab.
wäre es wahrscheinlich eher ratsamer, gerade wenn es etwas glatter ist, eher die Motorbremse zum Bremsen zu benutzen und nicht den Retarder. Naja. Ihr merkt auch, ich bleibe die ganze Zeit irgendwie im siebten Gang. Das liegt aber nur daran, weil der achte Gang, wenn ich jetzt gerade mal kurz wechsle. Wir sind bei knapp 80 km/h. Und er ist so bei 1100 Umdrehungen, aber so vom Geräusch her ist das schon sehr, sehr niedrigtourig. Da ich aber nicht weiß, wann ich am besten wieder zum Bremsen kommen sollte und so weiter, bin ich da halt eben irgendwie im siebten Gang geblieben. Habe ich ein bisschen mehr Umdrehungen, das heißt Retarder bzw. Motorbremse haben dann natürlich auch ein bisschen mehr Kraft. Oh, komm schon, ich muss rüber. Ich glaube, ich quetsche die komplette Tour noch in diese Folge rein. Wir sind jetzt 3 Minuten gefahren und sind 60 Kilometer runtergerasselt. Das ist natürlich auch gefährlich, ne? Das hasse ich auch, wenn das die KI macht. Also, ja, normalerweise in einem Testprofil und so habe ich dann immer geguckt, dass ich versuche, links rüber zu switchen, dass die anderen halt eben auf die Autobahn raufkommen. Aber sie stehen. Das ist ein bisschen problematisch. Und selbst wenn ich die Spur wechsle, heißt das nicht, dass die auch immer gleich dann anfangen loszufahren oder sowas. Die erkennen das halt irgendwie nicht richtig. Ich weiß nicht, wo das Problem ist. Aber ich habe das Gefühl, dass die KI sich nicht großartig verbessert hat irgendwie. Es kann sein, dass es doch vielleicht so ist und so, aber ich hab das Gefühl einfach nicht. Die KI ist immer noch so ein Ding. Das ist immer noch so ein kleiner Immersive Killer, nenne ich es jetzt einfach mal. Da merkt man, dass die KI vielleicht doch noch nie so ganz ausgereift ist. Irgendwie. Natürlich, sie funktioniert trotzdem ganz gut, aber bei so Kleinigkeiten wie jetzt zum Beispiel auf Autobahnen auffahren, wo sie dann an der Beschleunigungsspur stehen bleiben oder sowas, ist natürlich Quatsch. Oder so Sachen, es ist ja schon ganz oft passiert, dass mich die KI irgendwie rausgelassen hat oder sowas. Das kommt in echt halt super selten vor. Motorradfahrer im Schnee, gut, dafür kann jetzt die KI, glaube ich, nichts und der Mod mit den Motorrädern halt auch nichts, weil ich denke mal, der KI ist es scheißegal, ob ich den Wintermod drin habe oder nicht. So, da vorne würde jetzt der Rasthof feucht kommen. Bleiben Sie links. Ich bleibe links, keine Sorge. Hoppala. Tempomat machen wir jetzt mal an. Ja, da ist jetzt zwar hier der Rasthof feucht, aber das ist eigentlich egal. Wir fahren jetzt weiter, denke ich, für 28 Minuten. Es sind trotzdem immer noch 118 Kilometer, ne? Jetzt doch noch nicht so flott vorangekommen. Aber egal, wir überziehen einfach ein bisschen. Ich bringe die Tour auf jeden Fall in dieser Folge zu Ende. Und ich glaube, ich werde dann danach noch eine Folge aufnehmen. Guck mal, der bleibt auch schon wieder stehen. Ach, scheiße. Der ist aber auf der... Ja, der zieht sogar auf die Mittelspur rüber. Ja, seht ihr, das ist so eine Situation, da wäre ich jetzt am liebsten rübergezogen, war mir aber nicht sicher, auf welcher Spur der PKW war, der mich gerade überholt hat. Und dann habe ich gemerkt, der ist doch ganz links, in dem Moment, wo ich den Blinker wieder setzen wollte, ist er aber rübergezogen in die Mittelspur. Das ist doof, das ist wirklich doof. Die denkt nicht mit, wobei das eigentlich schon fast wieder realistisch ist. In echt denken auch wenig PKW-Fahrer mit. Selbst LKW-Fahrer denken nicht immer mit. Obwohl das ja eigentlich die Profis sein sollten, aber es gibt überall schwarze Schafe. Und wer weiß, es gibt immer wieder andere Gründe, weshalb irgendwas passiert. Schlafmangel ist ja immer so ein ganz, ganz großes Thema. Bei mir ist es jetzt zum Beispiel so gewesen, dass ich bis vor ein paar Jahren eigentlich immer schlafen konnte. Immer wenn ich wusste, ich muss schlafen, konnte ich auch schlafen. Aber seit, naja, wir haben jetzt 2023, würde ich sagen, seit vorletztem Jahr habe ich enorme Schlafprobleme aber. Und kann es halt leider eben nicht mehr. Und naja, das ist natürlich doch relativ belastend dann. Hier aber steil berghoch. Ja, solange
etwa die 60 km/h halten kann, werde ich jetzt mal nicht runterschalten. Mann, die Zeit vergeht aber im Spiel. Jetzt ist es schon fast 12 Uhr mitternachts hier, also 0 Uhr. Ich habe das Gefühl, ich hätte schon längst ankommen müssen eigentlich. Ja, ich fahre langsam. Ich habe aber auch Schiss, wirklich. Ich habe keinen Bock, einen Unfall zu bauen oder so. Die einen finden es dann vielleicht lustig und spannend und so. Ich bin da eher so, in echt hätte ich auch keinen Bock drauf. Also im Spiel habe ich auch keinen Bock drauf. Was haben wir denn im Moment für eine Außentemperatur eigentlich? Minus 10 Grad. Alter Schwede. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja. Ich hatte doch noch irgendwas im Hinterkopf. Da drüben ist übrigens das Stadion. Falls ihr das so leicht rot schimmern sehen könnt da hinten. Was wollte ich noch mal erzählen? Ich wollte doch noch mal was erzählen. Bleiben Sie links. Ja, ich bleibe links. Keine Sorge, Lisa. Ich bin gerade nur ein bisschen nervös, weil ich hier so zwei LKWs habe, die mich natürlich überholen wollen. Verständlich, ich bin langsam. Aber wenn der vorne jetzt da irgendwo mal eine Vollbremsung macht, dann gute Nacht, ey. Schon wieder Blaulicht. Wollte ich nochmal erzählen. Also ich habe im Kopf irgendwas, was ich auf jeden Fall weiß. Das wollte ich noch sagen, das wollte ich noch erzählen. Ich weiß aber nicht mehr, worum es geht. Und ja, typisch ich. Typisch ich. Da ist die Allianz Arena. Schimmert schön in Rot. Sieht auch ziemlich geil aus, muss ich ehrlich sagen. Sieht sehr, 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 sehr geil aus. Irgendwas im Spiel, aber naja. Ich hoffe, ich habe jetzt überhaupt eine Spur gewechselt. Sieht fast gar nicht so aus. Ich muss eh rechts. Bleiben Sie rechts. Garmisch-Partenkirchen? Oh, du wolltest mich doch verarschen hier, oder? Oh, oh, oh. Bleib stehen, bitte! Ach du Scheiße. Klar, wir haben noch ein paar Meter Platz und so, aber ich war trotzdem voll auf dem Bremsen und ich habe jetzt gerade echt ganz kurz gedacht, alter Schwede, mein Gesicht knutscht gleich die Türen dieses Auffliegers da vorne. Wäre natürlich nicht so cool gewesen. Alter, dass sich die LKW aber hier auch trauen, links... Alter, die sind doch bekloppt. Ach, warte mal, ich bin im 7. und nicht im 1. Ich wundere mich die ganze Zeit gerade. Vergessen, die Gruppe runterzuschalten. Was ist denn das aber auch schon wieder hier für so eine komische... Alter! Ich will ja nichts sagen, ne? Aber das ist gerade sau, sau uncool, hier berg abzurutschen. Ich meine, es ist irgendwie irgendwo realistisch und so, ne? Aber es ist schon krass. Was ist denn jetzt los? Warum sind wir stehen geblieben jetzt? Ich sehe halt nicht, was da hinten abgeht, ne? Ob da was kommt oder nicht. Ich fahre jetzt einfach mal vor. Okay. Dann würde ich mal sagen, danke fürs Vorlassen oder was auch immer der gemacht hat. Ich bin verwirrt. Also ich habe das erzählt, dass der MP1 und der MP2 von dem anderen Modder, also nicht von Dotec, die sind immer noch drin, die funktionieren noch. Aber die von dem anderen Modder, die funktionieren nicht mehr. Das habe ich erzählt. Was wollte ich dann noch erzählen?
Das ist halt jetzt die große Preisfrage, weil ich mich nämlich nicht mehr erinnern kann. Bezüglich Wintermod wollte ich eigentlich nur sagen, dass ich nicht ganz genau weiß, natürlich, wie lange ich den noch drin lasse. Bleiben Sie links. Aber ich würde mal sagen, da lassen wir uns einfach mal überraschen. Okay, der will doch nicht vorbeifahren. Biegen Sie links ab. So, wir haben grün, das heißt aber trotzdem nicht, dass wir einfach vorausfahren dürfen. Ganz klar. So. Fährt der geradeaus oder blinkt der? Ah, keine Ahnung. Wusste er wahrscheinlich auch nicht. Ja, Wintermod, keine Ahnung, wie lange ich ihn drin lasse. Also, ich finde ihn ja schon sehr, sehr geil und so. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, ich bin teilweise nebenbei irgendwie überfordert mit allem drum dran. Wobei das hier wahrscheinlich eher an das Schalten gerichtet ist und nicht direkt an den Wintermod. Der Wintermod hat damit ja nicht viel zu tun. Ja, an das Schalten, ich werde mich dran gewöhnen. Das dauert jetzt noch ein paar Folgen und dann geht das auch wieder. ATS funktioniert damit auch wunderbar. Rechts vor mir? Hier? Nee. Da drüben ist die Firma. Biegen Sie rechts ab. Okay. Da wollen wir rein. Alles klärchen. Ja, aber ich habe trotzdem, ich habe immer noch irgendwas im Kopf gehabt, was ich euch auch noch erzählen wollte. Aber wie gesagt, das ist mir jetzt irgendwie vollkommen entfallen. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Ich finde das übrigens auch geil, wie SCS Software es geschafft hat, diese... Hä? Wo kam denn gerade dieses Licht her? Diese Reflektoren damit eingebaut hat in das Spiel, weil die auch super geil funktionieren, ne? Also wird Licht draufgestrahlt, reflektiert das richtig, richtig gut zurück. Ist natürlich auch ein super Sicherheitsfeature, ne? In der Nacht, gerade so beim Dunkeln oder sowas. Ja. Ich wollte irgendwas... Mich ärgert das schon sehr, dass ich gerade nicht mehr drauf komme, was ich euch erzählen wollte. Das könnt ihr euch vielleicht vorstellen. Da seht ihr aber auch mal, wie tatsächlich abgelenkt ich bin. Und ich muss auch sagen, klar, in echt fahre ich teilweise auch noch LKW mit Handschaltung. Gerade MAN mit 8-Gang-Getriebe und so weiter ist... Ich habe aber das Gefühl, in echt ist es halt einfach einfacher, weil man sich auf mehrere Faktoren eher konzentrieren kann. Man hat einfach ein besseres Feedback vom LKW selber her, weil man die Kupplung loslassen kann und so weiter und so fort. Das ist jetzt hier im Spiel natürlich ein bisschen anders. Meine Kupplungen haben, beziehungsweise meine Pedalen haben halt kein Force Feedback oder sowas. Die sagen mir nicht, ey... Jetzt könntest du loslassen oder sonst irgendwas. Ich lasse sie bestimmt relativ lange schleifen tatsächlich hier im Spiel. Was natürlich in echt nicht so geil wäre. Aber jetzt hier im Spiel macht das, glaube ich, nicht ganz so viel aus. So, da wir den Auflieger ja hier genüsslich abstellen können. So, und jetzt versuchen wir mal dran zu denken. Hinterachse ein bisschen hochlassen. Abkoppeln. So, dann Ergebnisse jetzt anzeigen. Okay, sieht dann irgendwie so schlecht aus. Dauert auch nicht mehr lange bis Level 9. So, dann gehen wir wieder auf Fahrniveau. Und dann können wir da auch genüsslich wieder rausfahren. Und ich denke mal, ich werde mich mal irgendwo hier an die Seite stellen, sodass ich keinen störe. Ich denke mal, da wird auf jeden Fall der Platz zum Rangieren reichen, falls noch einer kommen sollte und er an Tor 10 oder 11 muss. Ich denke, da wird jetzt keiner schimpfen, wenn ich mal hier kurz zeitig stehen bleibe. So, weil die Folge ja jetzt eigentlich auch zu Ende ist, ne? Ja, 38, 39 Minuten. Das passt schon. So, ich hätte jetzt natürlich, ich hätte natürlich jetzt, wo ich gerade abgeladen habe, direkt auf die Aufträge der Firma gucken können. Dadurch, dass ich aber wusste, dass ich jetzt eh einen Cut mache, bin ich halt eben, Alter. Man sieht halt einfach nichts. Man sieht halt einfach nichts. Aber schöner Stern, klarer Himmel. Naja. Alter, mir ist es gerade wieder eingefallen. Oh Mann, ich wollte mich jetzt eigentlich verabschieden. Mir ist es aber tatsächlich eingefallen. Leute, Thema Livestreams. Ich habe es letztes Jahr im November oder sowas mal kurz angesprochen gehabt, dass ich
Bock hätte, Livestreams wieder zu machen mit ETS 2 und so. Im Dezember habe ich dann aber festgestellt, dass das Internet wirklich für den Arsch ist hier bei uns teilweise. Ich bin jetzt gerade auch so ein bisschen am Gucken, Internetanbieter wechseln und vielleicht irgendwas machen, damit es stabiler läuft, weil vielleicht wissen es einige von euch, ich habe den Router bei mir unten in der Wohnung stehen, ich bin aber in der Dachgeschosswohnung am Aufnehmen. Und da habe ich halt eben nur so einen WLAN-Repeater oder Verstärker oder wie man das nennt, halt eben laufen. Funktioniert so an sich ganz gut. Ich habe nur immer mal wieder Probleme, wenn ich online mit irgendjemandem zocke oder sonst irgendwas zocke, weiß nicht, Counter-Strike oder sonst so, oder sonst irgendwas ähnliches, dann gibt es immer mal wieder irgendwelche Einbrüche und so. Ich muss mal schauen, wie stabil es tatsächlich läuft. Ich weiß nicht, vielleicht könnte mir sogar so eine inoffizielle ETS 2 Livestream-Testfolge mal machen zusammen, und ich bin am Überlegen, dass wir das diesen Monat im Januar machen. Ich peile da im Moment, ich glaube, so das letzte Januar-Wochenende an, eventuell, vielleicht auch schon das Wochenende vorher, ich muss mal gucken, und ich werde euch aber auf jeden Fall nochmal informieren. Entweder mache ich das in einer Folge von ETS 2 oder dann mache ich nochmal ein extra Infovideo. Aber ich denke, das werdet ihr dann nicht übersehen oder sowas. Aber Thema Livestreams ist für mich noch nicht so ganz abgehakt, weil ich irgendwie doch sehr, sehr, sehr lustig drauf bin. Also ich habe schon irgendwie Bock darauf, und ja, da bin ich jetzt gerade am Gucken und am Machen und am Versuchen, und eventuell machen wir dann mal. Was habe ich jetzt gemeint mit so einer inoffizielle ETS 2 Folge Livestream? Je nachdem, wie beschissen es halt läuft im Livestream, wenn das immer mal wieder abkacken sollte oder sowas, dann werde ich das halt nicht als normale Folge hochladen. Ich merke jetzt auch gerade, dass habe ich auf der Hinterachse, auf der letzten Achse tatsächlich andere Reifen drauf wie auf der mittleren Achse? Also erste Achse und mittlere Achse passen gut zusammen, aber die Reifen auf der hintersten Achse, die sehen irgendwie anders aus. Was habe ich denn da für einen Scheiß getrieben? Ja, gut, jetzt ist es halt eben so. Okay, ja, Freunde, wie gesagt, Thema Livestream, behaltet es mal im Hinterkopf. Ich werde es auf jeden Fall nochmal erwähnen demnächst, in den nächsten paar Folgen, denke ich. Und ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Die Folge geht jetzt auch wieder 42 Minuten lang. Ich hoffe, ihr hattet Spaß damit. Verzeiht bitte ab und zu mal meine Verwirrtheit und meine Überforderung hier mit diesem Schaltknüppel. Eigentlich kenne ich mich mit solchen Schaltknüppeln echt gut aus. Achtganggetriebe, wie gesagt, bin ich auch standardmäßig teilweise gefahren. Ist ja kein großes Ding, aber wie gesagt, das Feedback in echt ist einfach nochmal anders da wie hier im Spiel. Im Spiel habe ich das Gefühl, ich weiß nie, in welchem Gang ich bin tatsächlich. Ist ein bisschen doof, aber ist okay. Kriegen wir hin. In den nächsten paar Folgen, denke ich, werde ich wieder mich dran gewöhnt haben, und dann wird das ja funktionieren. Ich denke ja auch, die ersten 200 oder 300 Folgen oder so habe ich nur mit H-Schaltung gespielt. Und da hatte ich die Schalter für die Getriebe-Umschalter-Taste nicht mal am Ganghebel selber, sondern woanders. Das ist auch ein bisschen doof gewesen, aber irgendwie kam ich wohl damit klar. Ich kann mich aber auch daran erinnern, dass das Getriebe oftmals irgendwie geknarzt hat, und mir wurde dann nochmal gesagt, dass das halt ein Zeichen dafür ist, dass ich mich tatsächlich gerade verschalten habe oder die Kupplung zu schnell losgelassen habe und so weiter und so fort. Deswegen versuche ich mich da mehr auf das Schalten dann zu konzentrieren wie damals halt eben. Damals ist es einfach so durchgelaufen wie sonst nichts anderes, und das hat man dann auch gehört. Dieses Mal versuche ich mich wirklich darauf zu konzentrieren, und ich denke, bis jetzt läuft es ganz gut. Ja, schauen wir mal, wie sich's weiterentwickelt. Ich gebe mir auf jeden Fall Mühe, und ich wünsche euch jetzt eine angenehme Woche. Es ist ja jetzt im Moment der 2.1. Und für diejenigen, die jetzt schon wieder arbeiten müssen, tut mir echt leid für euch. Ich denke an euch alle, an jeden Einzelnen. Ich stehe hinter euch. Und für diejenigen, die jetzt noch Urlaub haben oder frei haben oder Ferien oder wie auch immer, genießt die Zeit. Ich wünsche euch trotzdem eine schöne und angenehme Woche, und wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Ciao. Werde ich es auch nochmal lernen, irgendwie mal weniger zu labern am Ende oder so? Anscheinend nicht.